Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in War in the East 2 am 16. Spielrunde, 5. Oktober 1941. Und wir sind immer noch, ja, Heeresgruppe Mitte gepaart mit ein bisschen Heeresgruppe Süd. Und wir wollen diese Folge mal schauen, ob ich den Kessel um Moskau doch noch zubekomme oder nicht. Wir haben in der letzten Ausgabe ja mit der 3. Panzergruppe schon mal am nördlichen Flügel ein bisschen dran gearbeitet, auch schon Erfolge erzielt. Ich habe mich dann erstmal weiter runter in den Raum Kursk geschmissen, um zu sehen, inwieweit ich die Einheiten hier nach oben verschieben kann, wie weit wir nach oben kommen. Wir haben hier die Einheiten der 4. Armee größtenteils ebenfalls schon bewegt. Ich muss mal schauen. Ja, das sollte soweit alles passen. Ich habe hier bei Tula noch eine große Lücke. Ich habe hier bei Tula noch eine ziemlich große Lücke. Ist gar nicht gut. Habe ich hier noch Einheiten, um das zu stopfen? Nee, habe ich nämlich nicht. Eventuell muss ich also noch mit der zweiten Panzergruppe etwas weiter nach Süden gehen. Schauen wir uns hier nochmal an. Ich habe gesagt, von Kolomna Richtung Süden werden wir Verteidigung aufbauen. Ich möchte sie natürlich etwas östlich von Tula haben. Oder ich lasse die einfach jetzt hier stehen. Ich meine, die fangen schon an, sich hier einzugraben. Nee, machen wir nicht. Ich werde hier auch noch ein Stück weit weiter vorrücken. Schauen wir mal, ob wir die Einheiten hier rausbekommen. Kann ich hier Unterstützungseinheiten, Pionierbataillone, ja. Nee, Pionierbataillone brauche ich eventuell hier oben. Wisst ihr was? Ich mache jetzt zuerst mal hier oben weiter. Eventuell schaffe ich ja doch noch. Jetzt schauen wir uns mal die 900. leer motorisierte Brigade an. Ob und was die hier aufklären kann. Hier drüben ist eine Kavallerieeinheit unbekannter Stärke. Wisst ihr was? Ich greife die jetzt probehalber mal an. Einfach nur, um zu quasi aufzuklären, wie stark die Einheit ist. 4,9. Jetzt müssten wir auch mehr über die Einheit wissen. Das ist die 64. Kavalleriedivision. Mit 4,1. Ja. Habe ich noch eine Chance, dass ich irgendwie die Einheit hier rausbekomme? Ich sollte mir auch mal schauen, wie weit ich noch nach Osten gehe. Ich glaube eigentlich, dass die Ausdehnung nach Osten jetzt hier maximal erreicht ist. Moskau ist hier, 2 Hexfelder zwischen mir und Moskau. Ich probiere es. Oder versuche ich hier die Einheiten noch? Ramenskoje, Ljuberetsk, Norginsk. Habe ich hier noch versuche, ein Stück weiter in Richtung Osten zu kommen? Ja, die sind schon ziemlich stark eingegraben hier. Was mich interessieren würde, wäre tatsächlich allerdings, weißt du was, können wir hier angreifen? 4,9,7 zu 3,7. Probieren wir es mal. Nein, haben gehalten. Also stärker als gedacht hier. Ich probiere es jetzt mal. Ah, ich komme hier nicht mit der Luftunterstützung komme ich nicht her. Ich kann hier nicht angreifen, keinen geplanten Angriff. Ich probiere es jetzt mal. Pionierbataillon dran, Sturmgeschützbatterie, Panzerjägerbataillon. Vielleicht noch eine zweite Einheit mit dran nehmen. Mit den beiden Einheiten versuchen, die Kavallerie rauszubekommen. Dass wir da über den Fluss drüber kommen. Noch sind die Bomber unterwegs. Das wäre ziemlich, ziemlich wichtig, dass ich die Einheit hier rausbekomme. Jawohl! Was haben wir an Verlusten? 293 Mann haben wir verloren, 3 Panzer. Die Sowjets haben auch keine großen Verluste, sind schnell zurückgewichen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich hier eventuell jetzt den Kessel oder den Bereich hier schon zumachen kann. Sieht mir nicht danach aus. Mit der Panzerdivision nach oben. Okay, wenn ich die 4. Panzerdivision nach oben verschiebe. Das ist die 4., ja. Die 4. Panzerdivision nach oben verschiebe. Muss ich natürlich Infanterie nachbringen. Ja,
Da komme ich mit keiner Infanterie hoch. Natürlich scheiße. Das ist natürlich blöd. Wir haben hier noch im Kessel noch eine sowjetische Einheit, die natürlich jetzt hier die 256. Infanteriedivision bindet. Auch mit der komme ich da nicht hoch. Ah, schade, schade, schade. Das bedeutet, ich kann hier das jetzt gar nicht ausnutzen. Doch, kann ich schon. Komm, das machen wir jetzt. Dann schieben wir die 29. motorisierte Division darunter. Da brauchen wir nicht mehr angreifen. Nee, wir kriegen den Kessel nicht zu. Trotzdem möchte ich jetzt hier schauen, dass wir noch über den Fluss möglichst weit drüber kommen. Ah, schade, schade, schade. Ein Hexfeld. 16 Kilometer ist jetzt hier noch die Lücke groß für den Moskauer Kessel. Gut, ich räume jetzt hier mal den Kessel auf, die 256. Infanteriedivision. Die ist aber noch stark hier. Interessant. Wisst ihr was? Die Panzerverbände werden hier eh abgezogen. Dann können sie eigentlich noch hilfreich sein hier bei der Auflösung der Kessel. 4,7. Ich nehme beide Panzerdivisionen. Wie gesagt, die werden jetzt eh nach Frankreich verschifft. Das war's mit der 360. Schützendivision. Können wir auch gleich mal schauen, ob hier in dem Bereich noch weitere Kräfte stehen. Nee. Damit wird die 256. frei. So, endlich. So langsam kommt wieder ein bisschen Ordnung rein. Ich glaube, dass die 16. Infanteriedivision jetzt drei oder vier Wochen lang komplett aufgeteilten Regimenter, teilweise bis zu 100 Kilometer Abstand zueinander hatten. Die 26. Infanteriedivision ist auch fertig. Okay. Vielleicht tut sich hier oben noch irgendwas, aber es sieht mir nicht danach aus. Wisst ihr was? Lustigerweise, bevor ich jetzt hier... Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ich ziehe jetzt die 10. Panzerdivision trotzdem nochmal ran. Zur Sicherung hier bis Kolomna. So, langsam bekommen wir jetzt hier auch eine durchgehende Frontlinie hin. Kaluga, da hatte ich den Angriff ja schon gestartet. Ja, also wie gesagt, schade, den Kessel schaffe ich nicht mehr. Jetzt schauen wir mal. Die 5. Infanteriedivision ist ja auch wieder auf einige Bereiche hier aufgeteilt. Dann haben wir eine befestigte Region. Die, denke ich, werde ich aufsprengen können. Schauen wir mal. Ebenfalls aufgegeben. So, und dann schauen wir, wie wir den Kessel jetzt hier noch etwas komfortabler gestalten für uns. Sagorsk. Wäre Sagorsk. Jetzt blenden wir mal die feindlichen Einheiten aus. Eine Verteidigungsstellung Dimitrov-Sagorsk wäre nicht verkehrt. Wäre sogar sehr angenehm. Bringen wir die mal hier hoch. Und das wird jetzt auch die maximale Ausdehnung hier werden. Müssen wir schauen, dass wir jetzt hier noch mit genügend Kräften
nach Osten kommen, um dann im nächsten Zug auch wirklich den Schulterschluss mit der 2. Panzergruppe hier zu schließen. Die 8., wo ist denn der Rest von der 8.? Oh, hier oben, bei Wischni Woloschek. Ich muss natürlich hier auch schauen, dass ich die Flanken schütze. Schade. Nee, ich komme nicht hin. Gut, ist eh die Frage, ob ich den Kessel so halten kann. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ziemlich vielversprechend aus. Gut. Dann kümmern wir uns mal hier bei den Kessel bei Wischni Woloschek. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Mal kurz, wie sieht es mit meinen Eisenbahnern hier aus? Wo sind die denn? Ah, hier. Blenden wir mal die Depots ein. Ich sag's mal so, ich habe in der letzten Folge am Ende, in der administrativen Phase, habe ich der 9. Armee zwei Eisenbahneinheiten zugestellt. Nee, sogar mehr, oder? Wir können mal schauen, 9. Armee. 9. Armee hat 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wir haben 5 Arbeitsgruppen, die sich hier in dem Großraum Moskau, jetzt hier nördlich von Moskau, darum kümmern, dass Eisenbahnschienen repariert werden. Wir können es jetzt hier auch schon sehen. Dementsprechend würde ich sagen, die FBD-2 hier muss gar nicht mehr erstmal weiter reparieren. Das können dann schon die Eisenbahner machen. Die Eisenbahneinheiten. Und ich schicke die FBD-2 lieber woanders hin. Es ist nur die Frage, wohin? Nein, die Frage ist recht einfach. Die müssen die Eisenbahnlinie Vjasma-Tula reparieren. Ja, bringen wir sie doch mal da runter. Ja. Reparieren sie diese Runde nichts, macht nichts, aber wir können dann in 2-3 Runden können wir Vjasma-Kaluga-Tula reparieren. Ist natürlich Kaluga erst noch frei bekommen, das machen wir nächste Runde. Gut. Kümmern wir uns hier um den Kessel. Irgendwo muss hier noch ein Depot sein. Es ist nur die Frage, wo. Wahrscheinlich bei Firovo. Werde ich diese Runde wahrscheinlich nicht rausbekommen. Ich greife hier mit 2 Infanteriedivisionen an, 6,4 zu 2,1. Ich mache einen geplanten Angriff. Ich möchte sicher gehen, dass die möglichst alle hier aufgeben. Ich kann mir nicht leisten, dass die ständig durch die Gegend springen. Alle bloß zurückgetreten. Mist. Da müsste ich natürlich jetzt nachsetzen. Habe ich noch jemanden zum Nachsetzen? Eventuell mit der Einheit. Nee. Doch. Schau mal. Der Kessel ist zäh. Ebenfalls nur zurückgezogen. Vielleicht beim zweiten Angriff, die 197. Infanteriedivision. Wisst ihr was, wir machen hier einen geplanten Angriff. Das sollte es hier mit den 3 Infanteriedivisionen gewesen sein. Ja. Eine hat es noch überlebt, eine zerschlagen, eine aufgegeben. Und eine weitere Einheit hat sich zurückgezogen. Heftig, heftig hier. Wie sieht's denn aus? Wie weit habe ich denn die Gleise hier schon repariert? Der Haufen Einheit hat einen Verteidigungswert von 8,7 und der von 7,2. Ich probiere es, dass ich die hier rausbekomme. Hat gehalten. Ja, zähe Kämpfe hier. Trotzdem glaube ich, sollte ich die 15. Infanteriedivision langsam aber sicher weiter Richtung Osten bringen, eventuell noch jemand unterstellen,
Vielleicht hier dritte Panzergruppe. Schauen wir bei der dritten Panzergruppe, welche Hauptquartiere hier in der Nähe sind. Das 39. Korps hat 9 von 10 Befehlshaberpunkten. Das bedeutet, wenn ich eine Division dran hänge, haben die auch keine Luft mehr. Wie sieht's hier aus mit dem 8. Korps? Wisst ihr was? Ich bringe die Einheit hier weiter nach Osten. Nee, wisst ihr was? Egal, ich muss den Kessel räumen. Der Kessel muss jetzt irgendwann hier leer werden. Ich bringe den mal hier ran. Mal schauen, ob wir die Fallschirmjäger Brigade hier rausbekommen. Ja, immerhin ist die erste Luftlandebrigade hier raus. Ich denke aber trotzdem. Bringen wir die jetzt auch mal zurück hier. So, was bis jetzt noch nicht so gut geklappt hat, ist die Einheiten, die Panzerdivision rauszulösen. Eine Division haben wir schon rausgelöst. Eigentlich zwei. Wisst ihr was? Ja, müssen wir in der nächsten Runde weitermachen. Gut. Ich schaue mir jetzt hier nochmal die Reparatursituation an. Das hier sind alles die Eisenbahneinheiten, die quasi direkt bei der 9. Armee hängen. Und Sinn und Zweck. Wie viele Einheiten waren es jetzt? 5, glaube ich, ist jetzt hier in dem Bereich Moskau möglichst viele Schienen zu reparieren. Wir sehen es hier Richtung Mozhaisk. Ich kann aber auch gleich, sollte ich direkt mal ein paar Depots bauen. Und zwar ein Depot hier oben bei Konakovo. Ah, da ist schon ein Depot, Entschuldigung. Hier, was ist das für eine Ortschaft? Solnechonogorsk. Bauen wir ein Depot hin. Hier lieber noch nicht. Bei Narofominsk ein Depot. Die brauchen ja 2 Runden, bis die aktiv werden. Podolsk haben wir schon eins. Malajor-Lavets. Hier, nee, bei Germolino. Hier ebenfalls. Und dann hoffen wir, dass da die Verbindungen möglichst schnell daran kommen. Das müsste fürs Erste hier gewesen sein. Ja. Das war's auch. Kann ich hier nochmal einen Angriff führen? Ich mache einen zweiten Angriff. Egal, Hauptsache wir schädigen den Feind ein bisschen. 212 Mann verloren. Hm. 100%ig zufriedenstellend ist das alles nicht. Können wir uns mal anschauen, inwieweit die Einheiten hier vorne schon oder durch wen die versorgt werden. Also die Heeresgruppe Mitte wird versorgt hier aus Likoslavl. Da kommen momentan 1800 Tonnen rein und 1400 Tonnen werden rausgeschickt bei einem Verlust von 477 Tonnen. Kalinin hat schon was auf. Ach, Kalinin kommt auch schon was rein. Das ist gut. Noch kommt noch nicht viel rein. Ich hoffe, dass sobald wir die Eisenbahnlinie von Leningrad oben raus runter verlängert haben, dass das Ganze dann deutlich besser wird. Volokolamsk ist noch ein Nachschubdepot, das derzeit ausliefert an viele Einheiten, die da vorne stehen. Sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, dass ich tatsächlich die Versorgungssituation hier noch relativ gut herstellen kann bis zum Winter. Wichtig wird es vor allem, dass ich dieses Eisenbahnnetz, Eisenbahnschiene von Vyazma über Kaluga nach Tula noch fortführe. Und dann kann man sich immer noch überlegen, in welche Richtung, ob ich nach Norden, nach Süden gehe. Größte Lücke und meine größte Sorge ist im Bereich Kursk-Charkow. Da führt momentan noch keine Eisenbahn hin. Ich bin ja sehr bemüht hier unten. Wir können es hier sehen, bis hier schon repariert von der FBD-3. Die soll jetzt erstmal nach Kursk gehen. Und Kursk, denke ich, ist noch safe. Charkow weiß ich noch nicht so recht, wie ich da hinkommen soll. Bis zu welchem Zeitpunkt. Dürfte recht schwierig werden. Gut. Jetzt gehen wir nochmal alles sauber durch. Dass ich hier nichts was Wesentliches vergessen habe, hier im nördlichen Bereich.
Vielleicht führe ich die Panzereinheit auch schon mal zurück, wisst ihr was? Die kann ich jetzt eigentlich schon mal in den rückwärtigen Raum verlegen, dass die den nächsten ein, zwei Runden dann auch verlegt wird. Die nächste Eisenbahnschienen sind bei Orel oben. Da verlege ich sie auch hin. Ja, hier schon mal raus. Erste rumänische ist mir erstmal egal. So, die Panzereinheiten sind auf dem Weg zurück. Hier habe ich ja noch eine Lücke, die mir nicht so ganz gefällt. Wo war es? Mit starken Verbänden. Das war jetzt hier. Bei Rejava, südlich von Kursk. Aber ich glaube, da droht mir auch kein allzu großes Ungemach. Müsste sich eigentlich ganz gut ausgehen. Ja. Gut. Hier südlich von Moskau haben wir natürlich noch ein bisschen was zu tun. Moskau ist jetzt erledigt. Da ist klar, was ich mache. Hier ist noch die Frage, wisst ihr was? Ne, die lassen wir hier stehen. Bringen wir mal das 24. Motorisierte Korps hoch und die 267. Infanteriedivision muss ich woanders dranhängen. Haben wir hier noch Platz? Ne, hier ist kein Platz mehr. Da hängen zu viele Einheiten dran. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen verschieben. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hat das 13. Korps hat noch Platz? Würde bedeuten, ich stecke die 167. zum 13. Korps. Ja, muss ich bloß noch die Einheit ein bisschen nach oben bewegen. Zweite Panzergruppe. Dann, ja, die sind auch überlastet hier. So, mal schauen. Die Panzer hier, die 17. Panzerdivision, kann ich eigentlich schon mal rausnehmen. Die wird eh in rückwärtigen Raum geführt. Das heißt, ich weise sie zum OKH zu. Kann ich es rückgängig machen? Nee. Dann ist die raus. Hat aber jetzt in der Situation hier noch nichts verändert, gell? Zweite Panzergruppe, das ist also das motorisierte Korps. Das heißt, ich kann hier... ...47. Korps, dann hängen wir die an 47. Korps. Einmal 47. Korps. Ja, das sind jetzt die administrativen Tätigkeiten, die gehören aber einfach dazu. Und glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, es macht auch Spaß. Also es ist nicht so, dass das irgendwie lästig ist, sondern dieses ganze Umorganisieren, jetzt seht ihr das mal mit, hier mit in der Aufnahme, das mache ich ja oftmals quasi abseits der Streams oder beziehungsweise der Aufnahmen. Jetzt gerade ergibt sich es aber ganz gut, es hier auch mal zu schauen. Wir können also hier sehen, dass das 46. Korps etwas überlastet ist, 11 Befehlshaberpunkte von 10 möglichen. Das heißt, es wäre noch gut, wenn ich hier noch eine Einheit rausziehen würde. Würde sich anbieten, die 10. Motorisierte, und die hängen wir doch jetzt hier oben auch an, die haben 8 von 10, genau. Hängen wir die 10. einfach auch an das 47. Dann sieht es schon wieder besser aus. 10 von 10, wunderbar. Hier und hier beim 46. 9 von 10, ebenfalls gut. So, ich wollte noch schauen, ob ich hier noch eventuell etwas weiter Richtung Osten will. Ja, will ich. Sollte passen. Passt auch wirklich. Ja, zerschlagen. Das
So, da bin ich jetzt aber mit den Einheiten hier auch in den finalen Positionen. Das heißt, die Infanteriedivision, was haben wir hier? Die 310. Schützendivision möchte ich noch rausbekommen. Wir fahren mal einen Angriff mit beiden Infanteriedivisionen hier. Dürfte auch Agmade Wiesen sein. Und? Ja, oder? Ja, zurückgewichen. So, das denke ich, werden jetzt unsere finalen Positionen hier auch sein. Außer hier noch dieses Hexfeld mit dem Wald, da möchte ich ganz gerne noch hin. Das heißt, wir sind jetzt bei der Heeresgruppe Mitte. Auch ganz gut durch. Die Lücke hier gefällt mir noch nicht. Ja, war vielleicht nicht schlecht. Hier steht eine Panzerdivision, dass wir der dagegen direkt gegenüberstehen. Das ist in Ordnung. Im rückwärtigen Raum haben wir es halt auch alles erledigt. Ich schaue nochmal, ob ich noch irgendwas vergessen habe hier. Bei der 4. Armee. Auch hier nochmal schauen, ob hier die einzelnen Einheiten nicht überlastet sind. 5 von 9 hier beim 43. Korps ist auch in Ordnung. Das 9. Korps ist ebenfalls vollkommen in Ordnung. Was haben wir hier? Das 7. Korps. Ah ja, okay. Das 7. Korps hat natürlich jetzt mit seiner Reichweite ein bisschen Probleme. Das heißt, ich habe hier vorne zwei Infanteriedivisionen. Die müsste ich eigentlich woanders anschließen. Ans 9. Korps. Hängen wir mal die ans 9. Korps. Und wen hatten wir hier noch? Na, die sind jetzt voll. Ich überlege schon, ob ich sie hier zu der ersten Panzergruppe dazu schlage. Ja. Ans 29. Korps mit dran. Sieht besser aus. Ah ja, die Einheit kann ich jetzt auch direkt, weil muss ich noch nicht, ans OKH hängen. Nee, das passt. So, dementsprechend kann ich jetzt das 7. Korps auch näher an seine Einheiten ranführen. Auch hier sieht es ganz gut aus. Was wir jetzt noch machen könnten, da wir noch bei der Heeresgruppe Mitte ja sind. Ich überlege gerade, nee, hier kann ich nichts mehr. Komm, ich mach das so. Dann ist der in der doppelten Kontrollzone mit drin. Kann ich die angreifen? Nee. Das 55. Korps ist auch ein wenig überlastet. Kann ich hier oben noch eine ab woanders hinhängen? Ja. Das 17. Korps. Ich sehe schon, ich brauche immer ein bisschen lang. Die römischen Ziffern tue ich mich immer schwer. Die kann ich nicht einfach so lesen. Es waren 17. Korps mit dran. Dann sind die alle in Reichweite. Keiner ist überlastet. Ja, wunderbar. Kommt hier langsam wieder ein bisschen Ordnung in den Zuhafen. So im Großen und Ganzen kommt jetzt auch langsam eine durchgehende Frontlinie zustande. Lang hat es gedauert. Wir schauen uns jetzt nochmal die Depots hier in dem Sektor an, ob wir bei den Prioritäten noch was ändern müssen bei der Heeresgruppe Nord. Hier Wojok zum Beispiel muss ich mal auf eine Priorität 3 bringen. Die sollen nicht mehr an die Fronteinheiten ausliefern. Das macht Nikos Lavl und Kalinin. Rzhev, Subchov, Shakshosav, kann ich nicht lesen den Namen. Volokolamsk ist in Ordnung. Nee, sieht doch wunderbar aus. Ich muss jetzt nur noch mal überlegen, hier bei der 9. Armee hängen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 kleine Eisenbahnabteilungen mit dran. Wo sind die überall? 1, 2, 3, 4. Wo ist die 5.? Ich
habe das Gefühl, dass die 5, die hier gar nicht im Einsatz ist. Eine Reparatur, 2, 3, 4. Nee, da hängt eine nicht mit dran. Wisst ihr, was ich da mache? Ich hänge die an das Korps, was hier keinen Aufgabenbereich hat. Was haben wir denn eigentlich da für einen Kommandeur? Nicht, dass wir da einen haben. Friedrich von Chapuis, der irgendwas Gutes kann. Der ist gar nicht so verkehrt. Dann können wir in Infanterie 6. Wie sieht es denn eigentlich aus bei der 9. Armee? Wen haben wir denn da? Bei der 9. Armee haben wir den Adolf Strauß. Infanterie 6, Mechanistik 3, Luft 1. Aber da mache ich mir jetzt dann vor dem Winter nochmal Gedanken, wie genau ich die anhängen kann. Aber ich wollte jetzt eine der Einheiten, wollte ich abziehen, weil die hier offensichtlich nicht repariert. Die FBD-2 hängen wir auch woanders dran. Die FBD-2 hängen wir an Armeegruppe Mitte. Army Group Center. Wo ist sie denn hier? Okay, trotzdem. Hier oben ist noch eine Eisenbahneinheit, die offensichtlich nicht benutzt wird, außer ich finde sie nicht. Nochmal 1, 2, 3, 4. Es müsste eine 5. geben, die repariert aber derzeit nicht. Das heißt, die hängt hier zu viel dran. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier hängt dran. Labor Detachment. Radlab 8. 7. K12. K637. 7. 12. K12. Die K15 haben wir noch. Die hänge ich jetzt woanders dran. Und zwar hänge ich die... Welcher war das jetzt? Ah, kann ich nicht an die... Kann ich nicht ins Chor anhängen? Shit. Oder täusche ich mich jetzt? Achte, 7., 12, ja, die K15 ist es. Warum ist die nicht auf dem Spielfeld, K15? Doch, hier kann ich es anhängen. An das Korps. Das ist dann dieses hier. Und wisst ihr was? Den schicke ich jetzt nach Norden, dass die hier helfen, hier drüben auszubauen. Das sollte klappen. Und im anderen Bereich machen wir dann mal anders weiter. Würde ich sagen, war es das jetzt mit der Heeresgruppe Mitte und der Heeresgruppe Süd im Großen und Ganzen. Sieht recht vielversprechend aus. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier oben weiter bei Leningrad. Muss noch fallen vom Winter. Das ist Pflicht. Mal schauen, was wir diese Runde noch erledigen oder in diesem Zug noch erledigen. Das sehen wir allerdings in der nächsten Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch. Servus.